Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin wieder StarCraft 1. Und jetzt schauen wir uns auch noch Brood War an. Das war das Standalone-Add-on. Und im Unterschied zu dem Basisspiel fangen wir nicht mit den Terranern an, sondern eben mit den Protoss. Ich grüße euch, Exekutor. Auch wenn uns alle der Verlust des mächtigen Tassadar tief getroffen hat, so müssen wir doch die Kraft finden, unseren Kampf fortzuführen. Er opferte sich selbst, um den Overmind zu vernichten, aber noch immer wüten viele Zerg auf unserer zerstörten Heimatwelt. Ohne die Führung der Konklave und ohne den Schutz unserer großen Flotten sind wir völlig auf uns allein gestellt. Aldaris hat recht, Exekutor. Wir beide konnten uns davon überzeugen, dass die Zerg ihren Vernichtungsfeldzug so lange fortführen werden, bis auch der letzte von uns tot ist. Ich schlage vor, dass wir uns zu unserem letzten noch funktionierenden Warptor zurückziehen und an einen Ort reisen, wohin die Zerg uns nicht folgen können. Mit allem gebotenen Respekt, Zeratul. Die Protoss laufen vor ihren Feinden niemals davon. Ajur ist unsere Heimatwelt. Dort werden wir uns dem Feind zum letzten großen Kampf stellen. So wie die Konklave es tat? Alle sind jetzt tot, Aldaris. Tot, weil sie zuließen, dass ihr Stolz den Sieg über ihren Verstand davontrug. Nur wenn wir aus ihren Fehlern lernen, können wir überleben, um sie zu rächen. Exekutor, ich kenne einen Ort, an dem wir Trost finden können. Es ist Shakuras, die geheimgehaltene Heimatwelt meines Volkes, der dunklen Templer. Euer Volk? Es würde uns als Tyrannen empfinden. Warum sollte es uns Schutz gewähren? Habe ich mich nicht selbst eurer Sache verschrieben? Nicht alle Wesen sind so hart und unversöhnlich wie eure erbärmliche Konklave, Aldaris. Ihr habt natürlich recht, Exekutor. Zeratul soll für uns einen Weg zum Warptor finden. Sobald das Tor gesichert ist, werden Phoenix und der neue Prätor Artanis unsere überlebenden Brüder nach Shakuras führen. Exekutor, ich bin Artanis. Es ist zwar noch nicht lange her, dass ich zum Prätor berufen wurde, doch ihr könnt gewiss sein, dass ich die Ehre und die Traditionen der Templer hochhalten werde. Wir werden sehen. Hallo Leute, was dagegen, wenn wir mitkommen? Ich finde, alles ist besser, als hier bei den Zerg zu bleiben. Commander Raynor, wie immer ist euer Beistand auch diesmal wieder höchst geschätzt. Wir würden uns geehrt fühlen, wenn ihr euch uns anschließt. Das ist jetzt zugegeben, wenn ihr StarCraft noch nie eins noch nie gespielt habt und Brood War, ist jetzt das vielleicht ein bisschen gespoilert, wenn ihr quasi diesen Anfang jetzt gesehen habt. Aber vielleicht reizt euch dann jetzt noch mehr, wenn ihr es noch nie gezockt habt, jetzt damit anzufangen. So. Ich tue es für Ajur. Eure Befehle, Templer. Entaro Adun. Wir sollten diese Nidus-Kanäle zerstören, um die Zerg durch die eigenen Verstärkungen zu Ich tue es für Adun. So soll es sein. Okay.
Shit, wir müssen da wegbleiben. Das ist diese Stachelrang. Wow, das ist eine Reichweite. Ich dachte mir, das kann nur in dem Schleim wirken. So soll es sein. Wir brauchen Verstärkung. Es wird geschehen. So soll es sein. Entaro Adun. Entaro Adun. Ich tue es für Ayun. Wenn jetzt schlecht wir ein paar versprengte Protoss finden könnten. Das war gerade ein ganz schönes Gemetzel, will ich an der Stelle mal festhalten. Ich würde sagen, wir versuchen die zu umgehen. Verdammtes Rankenvieh. Ich habe so meine Zweifel. Ich brauche Verstärkung. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das bei den Protoss nochmal mit den Schilden?
der Zeit füllen die sich wieder auf, oder? Also hier diese blaue Linie. Aber das braucht ewig, oder? Oder füllen. Doch, genau, die füllen sich wieder auf, aber das braucht halt nur saulang. Es wird geschehen. Ach, das war die Mission, wo man ewig brauchte, weil man ständig gewartet hat, dass die Schirme sich wieder auffüllen. So soll es sein. Es wird geschehen. Entaro Ajun. Du bist eigentlich der Rainer. Ich tue es für Ajur. So soll es sein. Es ist schön, noch mehr unserer Brüder auf dem Schlachtfeld zu sehen. Entaro Ajun. Es wird geschehen. Entaro Ajun. So soll es sein. Ich tue es für Ajur. So soll es sein. Tja. Es wird geschehen. Ich tue es für Ajur. Es wird geschehen. Entaro Ajun. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich verfranst habe. Aber ich sehe nirgendwo auf. Gar. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Hey. Übrigens mal zu dem Warp-Knoten, also zu dem Pylon, Protoss-Pylon. Ich will das Gefühl nicht los, ich muss tiefer in die Soße da rein. Tja. Bringt alles nichts. Ich tue es für Ajur. Tu für wen es willst, aber mach's schnell. Es wird geschehen. Entaro Ajun. Ich tue es für Ajur. Entaro Ajun. Ja, und weiter? Sollen wir jetzt... Das ändert ja letztlich nichts, wir müssen ja trotzdem... Ich tue es für Ajur. Es wird geschehen. Sag alle das. Dohai. Hitzola. Beginne. Initialisiere. Dohai. Nagazul. Initialisiere. Ja, wie kommen wir da jetzt hin? Das sagst du so einfach. Ja, glaube ich dir. Dann such mal den Weg, ach, da hinten lang. Eure Befehle, Templer. Verwendet mich. Eure Gedanken. Ich
nennen. Gruß. Eure Gedanken. Ach, das habe ich schon damals gehasst, dass man nicht wirklich mal einen größeren Streit macht, einen Rahmen drum ziehen kann, sondern immer dieses. Und dass die eigene Truppen-KI letztlich so dämlich ist wie 3 Meter Feldweg, das hilft dir auch nicht wirklich weiter. Die bleibt nämlich schön, also die vordere Truppen verbluten, die hinteren stehen Millimeter hinten dran und gucken einfach nur dämlich zu, machen nichts. Davon habe ich schon damals hart die Kratze gekriegt. Das war echt nicht witzig. Da hast du unheimlich viele Truppen verloren, einfach weil die nur rumstehen und zugucken, während nebendran gekämpft wird. Ja, vielleicht sollte man trotzdem mal ganz kurz chillen, dass sie. Dass sich die Schilde auffüllen. Zumindest ein bisschen, weil einige von den Protoss, die machen es nicht mehr lang. Exekutor, ich habe das Worttor gefunden. Wir müssen uns beeilen und die Überlebenden der Kalaikaste evakuieren, bevor die Zerg zurückkehren. Thank you.
Ich weiß noch, wie ich das damals gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ich habe da endlos für diese Mission gebraucht, weil ich irgendwie den Anspruch hatte, so viele Protoss wie möglich lebendig von dem. Und dann bin ich zentimeterweise vorgerückt, da immer die den Schirm runter hatten nach hinten und die anderen wieder nach vorn. Und dadurch, dass man ja nicht wirklich einen größeren Trupp mal fassen kann, immer dieses Rumgewürfel da, diese kleinen Trüppchen nachschieben, Zentimeter für Zentimeter über die Karte, das war. Meine Hanne, da fallen einem die Haare aus. Darauf hatte ich heute keine Lust mehr. Ging es nur darum, Zeratul ans Tor zu bringen und Ruhe ist.